Ja. Links, links, genau. Hat deiner? Nee, ich bin nicht. Oh, Mensch, fühlt sich. Zwei Leute. Einer campt hier. Hab ihn. Oh lol, er ist friendly. Ah, die sind nicht friendly! Unten. Gleich, Mark. Hier ist gerade einer rein. Hab ich gesehen. Okay, nice. Haben wir. Vor uns und gehen hier drinnen. Irgendwo, da ist er. Hinter mir, hab ich gesehen, hier, da, auf meinem Marker. Shotgun, knock, tot. Über mir. Ich hab eine Drohne. Knocked. Platte mich. Mach das. Na ja, gut, auch du im Spieler können wahrscheinlich auch gesehen, haben. Boah, haben wir? Nee, leider nicht. Meine Waffe lassen wir beide auf ihn rauf. Um. Lass reingehen. Links neben mir. Hier unten drinne. Einen hab ich. Du hast den anderen. Schön. Einer fehlt noch. Ja, einer fehlt. Der ist hier direkt unter ihm noch. Oh, der hat nichts mehr. Hat wirklich. Ja, schade. Oh, lol. War es gar nicht du, wa? Nee. Naja. Muss ja auch mal Glück haben. Hat nicht geaimt. Es ist so deprimierend, dieses Spiel ist so deprimierend. Links am Shop ist gerade jemand gelandet. Naja, vor dir, ich sehe es gerade. Hab beide. Oh, oben Prison. Der wird nicht pieken, oder? Oh doch, der ist da! Oh mein Gott, ja, Team Wipe, let's go. Was für ein Idiot. Zwei Leute gegen uns, tatsächlich. Zwei Leute. Was ist denn deren Mission? Den einen cracked. Einer knockt. Und der, scheiße, hier ist der letzte. Ich hab ihn hier gelife, Mann. Ich kann mich aber selber hochheben, wenn du coverst. Oh, ja, schönes Ding. Sauber. Mit dem Prezi. Geil. Okay, Freunde, also so wie es aussieht, kann man wirklich fast jede Vanguard-Waffe richtig gut modellieren, dass sie richtig extrem gut aus der Hüfte schießt. Wir erinnern uns alle zurück, Modern Warfare MP5, das war ein absolutes Biest. Zum Beispiel PPSH aus Cold War war auch richtig gut aus der Hüfte. Aber die ganzen Vanguard-Waffen mit der Integration, die kann man, glaube ich, also vor allem die MPs. Die MPs kann man fast alle richtig brutal aus der Hüfte bauen. Aber es gibt einmal die AS-44, das ist ein Sturmgewehr. Und es gibt dementsprechend die Vanguard PPSH, die jetzt bisher richtig rausgestochen sind, die besonders gut waren. Und Leute, ich zeige euch jetzt genau, wie ihr die Waffe bauen müsst, damit ihr genau dieses Biest in der Hand habt. Ey, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ist völlig kostenlos, unterstützt mich, quatschen wir gar nicht lange, gehen wir in die Klasse rein. PPSH, im Endeffekt nehmen wir alles, was erstmal grundsätzlich Präzision aus der Hüfte nimmt. Das heißt also hier Öldüsen, Schalldämpfer. Wir nehmen hier den zweiten Lauf. Jetzt wichtig, Visier, ihr wollt ja so gut wie überhaupt nicht anvisieren. Das Visier ist auch eigentlich völliger Crap, aber es gibt euch mehr Accuracy, also mehr Präzision und Rückschusskontrolle. Daher nimmt dieses Visier auf jeden Fall rein. ZV-Geschwindigkeit minus, juckt uns nicht, weil wir wollen ja sowieso aus der Hüfte schießen. Ne, das ist dieses 3,5er Gewehr, Zielfernrohr. Dann auf jeden Fall Schaft entfernen. Ich habe jetzt hier extra 1 und 2, kann man sich immer, wie gesagt, das macht immer nicht den großen Unterschied. Manche spielen es zum Beispiel auch mit fester Griff. Aber die Waffe hat kaum Rückstoß. Also ich wüsste nicht warum, aber man kann es ausprobieren, wenn man sagt, die Waffe ist mir zu shaky. Sonst auf jeden Fall flink reinnehmen und schnell. Dann auf jeden Fall, klar, Holztiergriff, Zigar-Schussmagazin und zwar das zweite. Dann auf jeden Fall Brandmunition. Man könnte jetzt auch hier Hohlspitzmunition nehmen, aber Brand finde ich dann doch irgendwie noch ein bisschen knackiger. Und natürlich den Schnitzer-Vordergriff. Leute, ihr habt es gesehen. Die Waffe ist wirklich gut, aber Obacht.
auf der Range, also auf Range, ist die Waffe wirklich richtig kacke. Also die AS-44 kann da noch ein bisschen besser mithalten, aber die PPSH ist richtig beschissen auf Range. Ihr habt das in meinem kleinen Intro-Video gesehen, wenn ihr euch das angeguckt habt. Da am Ende habe ich so ein bisschen auf Range geschossen und dann wird sie einfach scheiße. Also dann macht sie keinen Damage, aber auch die Ewigkeiten und jeder gute Spieler wird euch absolut wegmelden. Daher ist die Waffe wirklich richtig gut, wenn ihr ein bisschen taktischer spielt, dann dementsprechend mit einer Long-Range-AR oder Mid-Range-AR. Und wenn ihr das Haus rusht, dann natürlich die Waffe, weil dafür ist sie konzipiert. Die ist wirklich geboren für den Häuserkampf, für den Close Quarter Combat. Leute, viel Spaß beim zweiten Gameplay. Euer Teammate ist shit. Er sagt, euer Teammate ist shit. Warum ist er hier? Frage ich jetzt, wen meint er? Unten bei dir, Marcel, unten bei dir irgendwo? Ja, ja. Greif mal. Der kommt zu dir, Mai. Der kommt zu dir. Rechts, wenn du hochkommst, rechts. Scheiße. Ich hab ihn, Team Wipe. Ich weiß nicht, ob das die Deutschen waren. Naja. Fett. Rechts, runter, Richtung. Er wusste gar nicht davon. Fängt deine Mutter den Huch. Aber so richtig mit. Er ist so richtig nach ZZ gegangen. Double Shotgun. Oh, schön. Seid vorsichtig, wo ist der letzte? Rede? Drüben bei unserem Loadout. Okay. Digga, ich hab dich nicht gesehen. Not bad. Geht drüben im Headclip. Aber ich liege gut hier, ne? Also man kann mich aufheben. Ja, ich hab zwei gerade gefickt. Der letzte rennt gerade weg, das ist der Streamy. Mach das mal erstmal. Der kommt mit Helikopter auf euch zugeflogen, könnte sein. Habt ihr ein bisschen was gegeben? Nicht viel. Schön! Raus mit euch! Wie schießt einfach aus allen Richtungen auf mich? Oh, ey, vor mir sind zwei Leute auf meiner Ebene. Ich bin einfach. Oh ja, Digga, warum weiß er, dass ich hier bin? Auf 134. Hab einen knockt, schönes Ding. Hab den anderen. Sauber. Zwei Leute bei mir rechts, irgendwie 41 Meter irgendwo rechts hier. Hier. Guter Call, knockt. Der andere ist dahinter, der andere ist da, Dive Mark, du hast einen Dive Mark. Die anderen müssten bei mir hier kommen. Links hab ich. Ja, auf meinen Marker. Haben nämlich gestunt. Wer springt runter? Hab ihn ja nicht bekommen. Er hat einen wiederbelebt. Der move der andere. Ich hab einen knocked. Schönes Ding. Einmal Sprain, kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ah, Double Shotgun. Wo ist der letzte? Und der andere müsste aus der Luft kommen. Aus der Luft. Hast du. Okay. Zwei. Kannst du im Shop move mich noch wieder drauf? Ja, ist am Solen. Da sind Waffen. Hab ihn. Ein bisschen was gegeben, nicht viel. Was ist das für eine Waffe gewesen? Die du PPSH. Spielst. Wo ist er? Unten. True dead. Ja, mein Freund. So nicht.